Der Rasen, den du schneidest, ist grün. So grün jeder Halm des Rasens, so grün, wenn du ihn geschnitten hast, und er doch vergeht ins Gelbliche. So gelb, was doch so grün gewesen. Schneidest du Rasen, dann bedenke, dass der Rasen, welcher grün gewesen war, ins Gelbliche hinterher. So wie du auch, wenn du grün gewesen bist und Rasen und Rasenfläche und Ast gewachsen bist, sein. Denn Rasen ist grün, so wie alles andere auch grün ist und grün gewesen sein mag. O, mag es denn grün gewesen sein, wenn es Rasen gewesen wäre? Ja, der Rasen, welcher grünt überall, überall dort in den Rasenflächen, welcher geschnitten wird durch dich. Auch du einstmals wirst geschnitten werden durch einen großen grünen, ich weiß es nicht. Nur du wirst es wissen, wenn du wirst geschnitten werden und wirst grün gewesen sein und wirst gelb gewesen geworden, gebin. Denn wenn du gebin, 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 gegrün, gegrün, gewährest Rasenmäher und so weiter. Ja, grün. Überall das Grün über die... Überall das Grün, über das sich langsam das Schnitter des Rasens ins Gelbliche verfärbt. So wie eine große, große Fläche des grünen Rasens überall. Auch du. Bedenke, dass der große grüne Rasen, der dann geschnitten werdet, gelb und der auch der Schnitter des Selbst wird gelb werden gehabt sein. Ja, so grün, ja, so gelb. Denn langsam das Grün, welches überall ist, vor deinem Meer und auch der große Meer über dich grünt, dann wird Rasen wachsen über dich und dieser wird gelb werden, nachdem er geschnitten geworden sein haben werde, wie du. Ja, so grün, ja, so gelb. Und langsam wird aus dem Grünen ein Gelbliches und ein Gelbliches wird grün werden. Bedenke den ewigen Kreislauf. Grün, gelb, geschnitten, gewachsen. Gewachsen, geschnitten, gegelbt, gegrünt. Oh, so grün, ja, so grün. Und doch so gelb in der Ansicht und Erwartung. Erwarte nicht zu viel, erwarte nur, dass du gelb wirst. Geschnitten vom Rasen, vom Mähen. In der Rasen, welcher mäht und grün gewesen, geschnitten gehabet sein. Er wird wieder grün werden und wachsen. Denn was geschnitten ist, das wird wachsen. Vielleicht brauchst auch du erst das geschnitten werden, um aus dem temporären Gelb zu werden, ein leuchtendes Grün. Denn grün ist der Rasen, ist der Rasen, ist der Rasen. Der Rasen ist anders grün als der Rasenteppich. Denn sehe, dass der Rasenteppich, das künstliche Grün, ist nicht das wirkliche Grün. Das wirkliche Grün wird gelb, aber sehe, der Rasenteppich, welcher zwar ausbleichet in der Sonne auf eurem Balkon, wird anders gelblich werden, wird hellgrün werden. Er wird zerfallen, aber anders als der Rasen, der geschnitten worden ist, so grün anders wie du. Und so merke, werde nicht zu Rasenteppich, werde zu grün, lass dich schneiden, lass dich nicht einfach zerfallen. Der Rasenteppich, der liegt auf deinem Balkon, auf dem Balkonstuhl ebenfalls aus Plastik. Stuhl wird zwar nicht grün werden und auch nicht gelb werden, aber wird ebenfalls zerfallen wie der Meer. Das bringt uns zurück zum Rasen. Nach dem Meer, die Mähende, die grün sind, anfangs werden gelb und in der Farbe des gelben Rostes und in der Farbe des gelben Rasenzerfalls. Betrachte den Rasenschnitt. Wenn der Rasenschnitt dort in seinem Eimer, er wird erst ganz warm in der Sonne. Dann wird er irgendwann gelb und gibt dabei doch so viel Wärme ab. Sei auch du wie Rasenschnitt, ja, Rasenschnitt. Rasenschnitt, das ist, als wenn du echter Rasen gewesen wärest, der gemäht worden war. Und doch
Wärme abgibst, vielleicht sogar mehr als vorher. Und vorher warst du einfach nur Rasen, lagst da in der Sonne und wuchsest einfach vor dich hin. Aber erst im Anblick des Gelbwerdens, des Geschnittenseins, da gabst du grün und warm von dir. Ja, von dir. Drum weise den Rasenteppich weit von dir, selbst wenn du in der Küche liegen habest. Bedenke das Schnitzel, welches auf dem Rasenteppich fällt. Das wird vergehen und wird ätzen ein großes Loch in den Rasenteppich. Das Schnitzel ab, welches an den Rasen fällt, echten Rasen. Das wird von den Vögeln verspeist werden. Wird so eine große Gabe sein der Natur, für die Natur. Hätte sei vielleicht auch in das Schnitzel im Garten. Vielleicht fragst du dich, ja, warum das Schnitzel für die Eichhörnchen? Fressen Eichhörnchen nicht Nüsse? Aber es ist mit den Nüssen ähnlich wie mit dem Schnitzel, mit dem Rasenteppich, mit dem Grünen insgesamt und dem Meer, also auch dir. Denn wenn du grün wärest wie der Rasen, dann würdest du sehen, dass du auch ein Eichhörnchen sein kannst. Ein Eichhörnchen, welches Schnitzel frisst. Ja, solche Art Wunder sind aber erst dann möglich, wenn du nicht Rasenteppich bist. Der Rasenteppich oder der grüne Wandbehang dort vor mir. So grün, aber nicht Rasen und nicht essbar. Bis ich in den Rasenteppich oder in das Grün vor mir, wäre es doch anders, als würde ich grasen. So sage ich, wir werden nun zum Rasenstück für andere. Werde grün, eine Rasenfläche, die sich schneiden lässt. Rasen, in die Kühe weiden können und das Eichhörnchen sein Schnitzel verzehren. Ja, das Eichhörnchen, welches hüpft so bräunlich von Baum zu Baum, braun als Zwischenstufe zwischen Grün und Gelb, denn auch das Eichhörnchen, welches noch ist in einem bräunlichen Grün, wird bald werden gelblich, gelblich und Rasen bewachsen. Die Krähe wird picken an dem Eichhörnchen und wird daraus ihre schwarze Grünheit verstärken. Ja, denn alles ist grün. So grün, wenn das Grün grünt in Gelb. Ja, das wird eine schöne Zeit, wenn wir alle Rasenflächen sind. Rasenflächen, auf denen geschnitten werden kann und auf denen geschnitten und gegrast werden wird. Das Eichhörnchen, die Kuh, die Menschen. Menschen wären besser daran, grün zu werden, wie Rasen, wie großartige Rasenflächen, immerwährendes Grün. So immerwährend grün, wie man sich es heute noch gar nicht vorstellen könnte. Denn wir sind gelb, gelb geboren, nichts daran geändert. Ja, wir könnten Dünger zu uns nehmen, geistigen Dünger, aber nein. Wir nehmen lieber den Rasenteppich, von dem wir ja nun gelernt haben, dass der Rasenteppich eigentlich gar kein richtiges Grün in sich birgt. Täuscht uns nur grün vor, wenn es zerfällt, wie alles das, was wir uns sonst geschaffen haben, aus pseudogrünem Plastik. Keine Kuh und kein Eichhörnchen, welches gerne Schnitzel ist, wird je an unserem Rasenteppich uns laben wollen oder sich. Darum, darum, grün. Ja, der grüne Rasen, er grünt so grün. Wir grünen so grün. So grün, wie es gar nicht sonst sein kann, außer du wärest Rasen, welcher geschnitten wird und schaut zu dem Meer. Meer fährt über das Gras, reißt es nieder, doch hebt er sich hinter dem Meer wieder auf. Geschnitten in den Spitzen, manches gehauen. Aber doch grün, unter dem geschnittenen Gras bleibt immer noch grün. Und dieses Grün wird stärker sein als das andere Grün, welches geschnitten wird, denn es ist eine schwache Spitze. Und die Spitze wird sich verwandeln in Gelb. In Gelb, im Eimer des Schnittes. Selbst die Kuh oder das Eichhörnchen, welches schlange Schnitzel verspeist, nicht gerne zugreifen. Dort im Eimer gärt es, ja, es gärt. Die Gärung ist bereits verloren. Wäre es doch besser, es würde gären bereits im Rasen beim Wachsen. Aber da müssten wir daran denken, dass es besser ist, Rasen zu sein, der wachsen möchte. Aber nein, wir wachsen nicht an Rasen, wir wachsen nicht an Grasen. Ach, Grün!